Boah, Leute, Mann, in 5 Minuten geht's los, gebt mir mal ein bisschen Gas. Die Kamera kommt da rüber, bring mal Make-up, macht dem seine Augen weg. Da hat jetzt der Kamillentee, der braucht Aspirin, gib ihm ein bisschen Herz. Das kann Aspirin sein, das. Ja, gib ihm doch mal. Ist gut. Also, wir sind bereit. Sound ist schon. Ready in 3, 2, 1, Action. Wie entstehen eigentlich die grossartigen Geschichten, die legendären C-Schild-Geniestreiche, die überdimensionalen... Es geht nicht um dich. Was? Es geht nicht um mich. Also, lies einfach den Text. Wie entstehen eigentlich die grossen, easy Geschichten? Im Hintergrund schafft ein riesiges Team mit State-of-the-Art-Kameras, Rigs, Mikros, Schnittpult, da im Easy Content Park. Ist gut. Tipptopp. Was mache ich jetzt schon wieder? Hey, ernsthaft? Das ist gar nicht euer Studio. Hey, können wir noch 5 Minuten fertig machen? Nein, wirklich nicht. Das letzte Mal. Entweder haut ihr jetzt ab oder euer Chef kommt eine fette Materialrechnung. Okay, raus! Sucht euch ein Zuhause. Okay, zugegeben. Es ist nicht immer so, wie es aussieht. Aber damit Sachen hier bei meinem Magazin nicht nur gut aussehen, sondern zum Beispiel auch gut tönen, ist da unter anderem der Remo dafür verantwortlich. Kannst du gerade mal in die Sprecherkabine rein? In einem Konzern, in dem Chefs nicht gerne Materialrechnungen zahlen, aber trotzdem guten Branded Content wollen, hilft nur eines: Kreativität. Du willst Cedric Sendrick als fliegenden Supergott mit 8 Armen durch die Luft schweben sehen? Kein Problem. Wie viele Leute arbeiten mit an so einer Produktion für so ein Video? 30 bis 40 oder so. 10 Leute vielleicht. Vielleicht etwa so 20 Leute. Eher so 2. Ein mobiler Greenscreen, ein Kübel und ein Handy reichen. Dann muss noch einer unserer After Effects Ninjas etwas in die Tasten greifen und fertig. Was denkst du, wie lange haben wir für ein Video? Hättest du gesagt, eine Woche? Eine Woche? Ja, eine Woche, würde ich sagen. Nops, ein Video ist bei uns durchschnittlich 1 bis 2 Tage in der Postproduktion. Unterwegs mit Premiere Rush einen Rohschnitt erstellen, auf Premiere Pro importieren, Feinschnitt abmischen, noch etwas Farbkorrektur und fertig. Wir glauben, die besten Geschichten leben von Menschen und Ideen. Alles andere ist Beilage. Dein Filmstudio für die Hosentasche. Das neue Samsung Galaxy Note 10 Plus.